was bisher geschah. Und ich habe gedacht, der Feldkraul dort wieder hin, das ist nichts. Man müsste den Schneckenhengst dorthin bringen. Das ist die Grundlage für die Idee gewesen. Und dann haben sich die Leute zusammengesetzt und haben es dann realisiert. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Die Kette ist vorne Arsch, ne? Schneidet nicht ein Ding. Was ist die lange? Nimm doch keinen Spann. Ja, die Spitze zu heiß. Was ist denn das jetzt vom Alter hier? Das ist der scheiß Bohrer. Und ich möchte dieses 1000 Euro. Halt doch mal gerade. Oh, gerade musst du halten. Oh, lass doch mal was anderes. Da kommt noch Farbe drauf ohne Ende noch. Da kommt keine Farbe drauf. Den Griff mit Öl wird nur und da kommt der Lack drauf. Ach, so Quatsch. Das ist doch schwer zu kurz. Wieso denn? Da steht es endlich schräg, so ganz schräg nach hinten. Da steht es etwas steiler. Da fällt mir ein, ihr wisst ja noch gar nicht, warum wir unter Ritter Schneckenhengste genannt werden. Nun lasst mich diese Geschichte erzählen. In den Bleicheröder Bergen wurde früher Wein angebaut. Durch den 30-jährigen Krieg wurden die Weinberge zerstört. In den verwilderten Büschen saßen viele Weinbergschnecken. Da eine große Hungersnot herrschte, kam ein Bleicheröder Händler auf eine grandiose Idee. Er sammelte die Schnecken in seinen Berggarten und brachte sie im Winter nach Leipzig zum Verkauf. Dort wurden sie nach Frankreich weiterverkauft. Sein Geldbeutel füllte sich und schnell verbreitete sich die Geschichte in der gesamten Stadt. Von nun an wurden tausende Schnecken gesammelt. Im Spätherbst war die Zeit gekommen, die Schnecken während ihres Winterschlafes nach Leipzig zu bringen und zu verkaufen. Es gab aber auch gierige Menschen, denen das Geld nicht genug war, welche dann zweimal fahren wollten. Einst fuhr ein Händler im zeitigen Frühjahr nach Leipzig. Als plötzlich die Frühjahrssonne durchbrach und die Schneckenladung erwärmte. Kurz vor den Toren der Stadt kroch die erste Schnecke aus ihrem Winterhäuschen heraus. Weitere folgten. Dann krabbelte es in allen Kisten. Der bestürzte Handelsmann sah mit Schrecken, dass seine Ladung lebendig wurde. Sein Geschäft war dahin. Kleinlaut fuhr er zurück nach Bleicherode. Als er sein Heimatstädtchen wieder erreicht hatte, konnte er nicht mit dem Gewinn prahlen. Und da er ein Geizhals war, freuten sich die Bürger über sein Missgeschick. Ließen sie später die Bleicheröder in den anderen Dörfern sehen, wurden sie Schneckenhengste gerufen. Und diesen Spottnamen haben sie bis zum heutigen Tage erhalten. Ja, ich musste dem Guten auch nochmal einmal einen Arm abschneiden, der eigentlich schon fest verbaut war. Das hatte den Grund gehabt, wir hatten das Schwert noch nicht, oder wir haben das nicht so ausgelotet, wie wir es vielleicht hätten ausloten müssen. Auf jeden Fall hat der Winkel ja nicht ganz gepasst und da musste ich leider nochmal ein bisschen was neu machen. Deswegen musste ich ihn einmal nochmal trennen von seinem Arm. Du willst es machen, Mann. Ja, weißt du, dann hält. So. Ist gut,
Hast du schon Unterlegscheiben für die Hüpfen? Ja, das habe ich schon. Ich weiß nur nicht, wo ich die Schrauben mir liegen. Warte, lass mich doch Scheiß rollen! Stell ihn doch erstmal hin! Lass das Ding rausfallen, ich muss mal wissen, wo das hingerollt ist. Kannst du ein neues machen? Au! Scheiß da auf den Lärm! Wenn wir. Das müssen wir ja wohl mit Streichen erstmal genauso oft wie die anderen Kram und das die Zeug von unten an. Ja, nicht unbedingt. Ne, klar, machen wir aber. Wenn da der Lärm ordentlich bindet, dann machen wir den Lärm noch drunter und dann ist gut. Ich verlasse mich auf den Leim nicht. Und das können wir sowieso nicht mit diesem komischen Leim machen, den wir da jetzt für alles andere genommen haben. Weißt du, wie das hier rausquillt? Das kriegst du nie wieder sauber, die ganzen Ecken. Ich komme damit nicht auf der Welt mehr hin. Nee, nicht. Was willst du denn noch für Leim nehmen? Wir brauchen eigentlich überhaupt keinen Leim. Das ach, machen wir. Ist der Leim dazwischen. Erzähl nicht so einen Scheiß. Wir können es doch mit Zille abdichten. Das geht die komplette. Mit Zille abdichten. Da steht doch wohl. Warum sollen wir den festleimen? Der Umhang vom Harnisch, vom Helm, der ist halt ein bisschen anders ausgeführt, weil er auch als Wetterschutz dienen soll, damit das Wasser, was eventuell draufsteht, wir haben ja auch mal aus Ostwindwetter, aus Ostrichtung Wetter, und dann soll das möglichst abtropfen von diesem Tuch und nicht auf die Figur. Also das sind auch so die Dinge, die in der Kleinarbeit dann diskutiert wurden und wie macht man es denn richtig. Und da kann die künstlerische Freiheit dann auch mal so ein bisschen zum Wirken. Ja, aber nur das alleine Papier, das muss man dann noch irgendwie mit irgendwas bisschen nur stabilisieren. Das wird noch ein harter, kann sich durchstellen. Dann. Die ganzen Styroporschnecken haben wir so beklebt. Ja, ist ja richtig, da ist ja auch kein Epoxidharz draufgekommen. Ja, wenn da hier eine Schicht. Das Zeug drüber ist, dass das Epoxid macht es hier nicht kaputt dann. Nur ein Styropor, direkt auf dem Styropor, da geht's kaputt. Das soll ja abstehen. Warum? Ja, dass es aussieht, als ob das so ein bisschen wedelt. Das liegt doch nicht am Körper an. Das ist zum Beispiel so ein positiver Nebeneffekt. Erstens mal eine kleine Gewichtseinsparung, zweitens mal ist das natürlich witterungsbeständig bis, ich habe keine Ahnung wann, bis wann, aber das ist so eine Art Dach noch für den Schneckenhengst. Ne? Da läuft das Wasser ab, da passiert von oben her nichts, die Sonne knallt nicht genau auf die Hirnhautstellen und sowas. Das ist natürlich auch noch eine positive Geschichte. Schmier's nicht schon über den Rand. Kannst du so ein bisschen kurz vorm Rand kannst du eigentlich aufhören. Hacker! Du bist da lang. Oh, ich hab Arsch. Jetzt aus dem Ab hier. Wir legen heute noch. Warte, ist die Schlange. Mensch, fahre hin! Oh. Weißt du? So, jetzt müssen wir ihn erstmal auf die Seite kippen. Warte mal, da die Nase ein Stück runter. Da, noch ein Stückchen da. Das ist es. Ja. Das ist es. Warte. Gut, und jetzt hier drüben noch einer.
gleich, ja? Ja. Ich muss noch was finden. Gutes Reich. Mann, ey. Auf jeden Fall müssen wir den jetzt hinstellen. Au! Oh. Scheiße! Au! Oh. Bei so einem Pass sehe ich, fehlt ein Stück. Komm mal her nach vorne. Ja, bin ich noch. Na eben. Ich hab. Nicht besser dann auf Frau Neuweselig. Ich will doch schon Rüst. Höher, Mann, höher. Arsch hoch. Ah, ja, gut. Was, Arsch hoch? Ja, aber das geht ja runter, ja. Würde jetzt aber hundertprozentig noch nicht genau passen. Oh, passt. Ja, das kann man halt nicht glauben. Das muss man können. Jetzt wäre natürlich jetzt schon, wenn der Arsch noch ein bisschen aufgesetzt hätte, aber... Ich sehe das noch vor mir, denn er hat genau die Maße, wie breit die Eiche sein muss. Und hat er alles detailliert gemacht. Dann ist mir eingefallen, ich sage, okay, da müsste doch irgendwie so eine Schnecke hin, so eine Weinbergschnecke. Oh, ruckzuck war der da und hat da eine Schnecke hingemalt. Ich sage, jawohl, so muss das sein. Das war eine schicke kleine Idee, das passt auch optimal dazu. Ja, und die, auch mit den Schnecken, man ist ja so ein bisschen verbunden hier mit der Schneckengeschichte, gehört ja zur Geschichte der Stadt. Und am Ende sind zwei draus geworden. Und das ist ja das Wichtigste an dem Denkmal, die zwei Weinbergschnecken. Und das sind die Sachen, die Kinder am meisten interessiert, wo sie auch dran fassen können. Ich habe mir eine Weinbergschnecke gesucht oder zwei oder was. Und dann habe ich erstmal, um diesen ganzen Schneckenhausaufbau da zu haben, die Drehung, wie so ein Schneckenhäuschen hat, bei irgendeinem Anfang brauchte ich erstmal. Ich habe ja vorher eine Schnecke, habe ich sogar noch nicht gemacht. Ja, und das war halt der Grund, warum ich mir mal eine oder zwei gesammelt habe. Und die stand mir dann so ein bisschen Modell. Die ist zwar gelaufen, aber stand immer noch Modell. Ich öle das Ding jetzt. Was ist das für Öl? Halböl, Sardin und Leinölfirnis. Nope on top return, where do I go? Should I go or return back? Ja, das muss schon sein, wenn schon, denn schon. So, Vater, dann komm mal her. Hallo. Hier?
Ja. Da halten wir schon. Habt ihr da ein Hölzchen drin? Naja, wir wollten noch wenigstens ein paar Aufnahmen machen. So. Ist das so richtig? Das ist da richtig, ja. Das ist alles nicht mittig. Ja, das muss man hindrehen, dass es mittig ist. Das muss man hindrehen, dass es mittig ist. Wenn es einmal festgezogen ist. Ja, wir machen noch ein bisschen Sille dazwischen, ne? Hä? Farblos dann. So. Wenn wir jetzt so viel Gewinde stehen lassen hier. Das wird auf unter reinbringen. Hast du einen Edding? Dann ich nehme jetzt einen Trennjäger mit einer dünnen Scheibe und dann schneiden wir das hier weg. Nicht in den Arm, hast du. Hast du? Oh ja. Das hat sein Gewicht. Also wenn du hier, mit Wucht jetzt noch schlechter hast. Und kannst du dir vorstellen, wenn das jetzt Vollmaterial gewesen wäre? Naja gut, auf die paar Gramm kommt es dann auch nicht mehr an. Ne? So, mal kriegen wir das noch gebohrt, wenn wir das jetzt so in die Flucht halten, zur Schrägheit. Wir müssen jetzt daneben stellen, fällt mir neben die Hand. Warte, hier zum Schneckenhengst ein kleines bisschen. Ja, so ist es. Ja, so ist richtig. Test mal. Das kannst du komplett vergessen. Das war mir von Anfang an klar. Ich glaube schon, wenn wir das machen will, macht er das. Vergiss es einfach. Nee, das gebe ich ihm nächste Woche hin. Ich sag, dann liegst du halt noch einen Monat bei dem rum. Nein, ich sag entweder. Kannst du es noch verlassen? Na, entweder wir müssen es zusammen machen. Das ist gut. Nein, ist noch nicht. Aber gerade mal angesetzt. Ja, ist gerade angesetzt. Ja, aber Leute, ne? Nicht, dass er da jetzt eine andere Richtung gewinnt, drauf eiert. Das liegt hier hinten. Warte, wir drehen es einmal noch mal mit dem Eisen, ob das überhaupt stimmt. Das Nein, hör auf mit dem Eisen jetzt da, weg da. Das ist nur, pass auf. Jetzt kommt doch, jetzt sieht er. Ja, das sieht doch nicht. Warte mal, das ist doch nicht. Ja, so eine Rüstung hat ja nun auch so einiges an Nieten und kleinen Scharnierchen, ne, damit sich das alles so ein bisschen bewegen kann, wie es sich bewegen soll. Und diese ganzen Bohrungen, die da waren, ich wollte jetzt nicht aus Holz die ganzen Nieten noch mit schnitzen oder so, hätte man machen können, klar. Aber dann haben wir uns überlegt, warum machen wir die Niete nicht ganz einfach aus Messing und setzen sie nachträglich mit ein. Sieht natürlich auch nochmal irgendwo, hat einen guten Effekt, ne, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, und das war der ganze Grund, warum ich da die ganzen Löchlein schon mal vorgebohrt habe. Immer an den Stellen, wo auch ein Niet hinkommt oder hinkommen sollte. Also mein Vater hat die ganzen Nieten gedreht und das ist auch bei uns in der Werkstatt passiert, an unserer Drehbank. Viel zu schade, ey. Die Farbe da drauf zu merken, ey. Vorsicht wegen der Hauswand. Er hat ja immer wenig Zeit und viel zu tun und das war nur Schlenkenhengst.
hat er sogar seine Tochter mit da reingenommen, die musste den Schneckenhengst mitmalen. Also bemalen, die Grundbemalung und dann auch ein bisschen von den anderen. Ja, dann zieh dir alte Sachen an, dann kannst du mich hinsehen. Willst du machen? Ne? Oh nein, ich will nicht. Mach dir nicht so viel in der Stadt. Genau, das wollte ich gerade mal erklären. Du machst jetzt immer, du streichst den so zweimal ab nochmal. Siehst du das? Und dann kannst du anfangen mit dem hier. Und was schwierig ist letztendlich auch, wo alle wieder zusammengesessen haben, wie geht's denn? Was nehmen wir denn überhaupt für Farben? So, da ist wieder der Fachmann gefragt, was kann man mit dem Holz zur Veredelung für Farben nehmen? Was hält nicht? Das sind ja alle meine Tricks, Kalle. Jeder macht's dann nach. Das war alles nicht so, wir machen jetzt mal, sondern da steckt schon viel, viel Kleinarbeit und Erarbeitung von Hintergrundwissen drin, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und was ist das für ein Teil, was du da hast? Das ist der Knauf, das ist der obere Abschluss vom Schwert. Aha. Wir mussten nehmen, was wir hatten. Und ich habe sie dann in meiner Werkstatt mit der Hand graviert, in Tremplierverfahren. Also, naja, es war schon ein Haufen Arbeit. Und graviert, das wird das Mittelstück vom Schwert. Und das soll dann auch so das graviert werden? Ähnlich graviert. Ist aha. Natürlich aufwendiger, weil es größer ist. Aha. Mehr Fläche. Im Nachhinein muss man sich sagen, ob es nötig war, man sieht es ja kaum. Aber egal, die Griffteile sind alle graviert in reiner Handarbeit. Und was du da hast, was ist das für Werkzeug? Das ist ein richtiger Gravierstichel. Original vom Graveur. Der ist aber garantiert 60, 70 Jahre alt. Der war vielleicht mal 3, 4 cm länger. Mhm. Das ist ein Originalstück. Richtige Graveure benutzen heute das gleiche Werkzeug. Also da hat sich nichts geändert. Tch.
zur Interessensgruppe Schneckenhengst habe ich eigentlich nicht gehört, aber ich habe natürlich verfolgt, was da los war. Und als dann das Fundament am Rathaus gebaut wurde, habe ich den Vorschlag gemacht, also wir müssen in dieses Fundament auch ein paar Dokumente einpacken, damit unsere Nachfahren wissen, wie sich das alles zugetragen hat. Hallo! Ja, du musst aber erstmal drauf gucken. Haben. Peter, wir doch sicher noch sitzen, den Schatz war noch weg. Und da sehe ich nicht ein, dass ich mein Opfer. Ja. War teuer, ja. Das kommt aber schon Ende, ne? Ja, ich stelle nur ein. Ich stelle nur ein. Kalle, mach mal auf! Das ist jetzt hier die ganze Rede vom, ja, vom Schneckenhengst. Ja. Das ist ja nur Show, wenn du so willst, aber es muss da. Das heißt, die kommt jetzt in die Rolle rein hier. So, das gebe ich dir jetzt mal hin. So, jetzt pass auf, Micha. Jetzt müssen wir. Wo ich denn den Scheiß vorne hier. Ich hätte gerne noch so ein Stückchen Faden dran. Hier, ihr Verrückten. Macht ihr wieder mit hier die Burg aufbauen? Selbstverständlich. Mit und so. Selbstverständlich, Micha, ne? Das weiß ich nicht, ob ich da Zeit habe. Selbstverständlich, Micha, ne? Das ist doch uns eine Ehre wieder. Darf ich einen Indianer verstecken? Nein. Da kam der Peter Werner, der hatte da so einen schönen Text verfasst. Und da ging es darum, es musste ein Siegel darauf. Und ich hatte richtig einen Siegellack. Allerdings als Bestand alter Garde, aber kein Thema, wurde genehmigt. Und ich hatte noch so ein richtiges altes Bleichröder Schneckenhengstsiegel von der alten Druckerei Nieft. Und das haben wir dort als Siegel regelrecht reingedrückt. Ist natürlich seitenverkehrt, weil das als Druckersiegel gedacht war. Und somit ist alles ein bisschen, aber egal, man kann den Schneckenhengst erkennen. Das, was ja, außen ist, ist innen. Ja, und was ja, innen ja, ist, ja, ist ja, außen. Ja, ja. Das ist also kein Siegel in dem Sinne, sondern zum Drucken. Ja. Eine Marter. Wenn ich nicht alles dokumentiere, da haben wir dann keine Bilder. Außer Alf, der filmt das, aber wer weiß, ob dann die Abspieltechnik später mal so ist, dass... Ich hatte, meine Elke hat angerufen, wenn du kommst, bring ein Fotoapparat mit. Ich dachte, scheiße, ausgerechnet jetzt mit dem Fotoapparat da. Aber da konnte ich auch nicht sagen, du, pass mal auf, April, den bringe ich nicht mit, das geht, ging nicht. Ja, jedenfalls musst du eins machen. Ja, das, ne? Bis 2 Euro, habe ich ja gesagt, gehe ich noch mit, aber jetzt... Also mehr wie 5 Euro gebe ich da nicht. Da hört die Freundschaft auf. Rathaustreppe runter. Stellt sie auf die Bühne, Headset dran und liest praktisch seine Worte vor. So, das geht bis zu folgender Stelle. Wie gesagt, das haben wir ja noch einmal jetzt fürs Archiv. So, im Festgewande erschien hier auch die alte Garde, diese Schützen. Ja, das dumme Schwein, muss jetzt zum Telefon gehen. Meine Frau, die gibt mir schon Befehle. Ich lasse mir auch von keinem Befehle geben. Zu Befehl, Herr Werner. Merke dir das in Zukunft. Wenn ich das einpacke, packe ich es ein. Wenn ich es nicht einpacke, packe ich es nicht ein. Und lass mich jetzt zufrieden, du blöde Sau. Der nimmt das auch noch auf. Halt hier die Kamera ja, ein. Wir dann, das heißt der Klempner von der Firma Becker, also der Arno Bohne, der hat also praktisch so eine Blechhülse zusammengelötet und in diese Hülse kamen die Dokumente. Die haben wir dann in diesen Betonsockel eingebracht. Jetzt mal hier zusammen. Jeder darf sich verewigen. Das ist er. Oh, jetzt. Was ist das? Das ist Lötwasser. Und warum? Damit das Lötchen läuft. Als Flussmittel ist das.
wenn das Zinn sich runterzieht, zieht sich das rein wie beim Kupfer? Ja, ja, kapillar. Ach ja, die Kapillarwirkung. Jetzt kommt der Zusammenschluss. E geschrieben und E. E. Ein N? N. N. G. S. T. 2011. Es hat sich dann in meiner Richtung da so ergeben, dass wir gesagt haben, wie gestalten wir das Fundament und was machen wir, wie machen wir es und so weiter und so fort. Und diese Fundamentgestaltung ist dann im Wesentlichen über die Firma abgewickelt worden. Ist auch wieder so eine Sache, wie hoch machen wir es denn? Was müssen wir denn beachten? Und da haben wir uns dann so für so einen Mittelweg entschieden, dass so wie beim Bremer Stadtmusikanten jeder vielleicht mal die Chance hat, den Schneckenhengst an Fuß zu fassen, aber bitteschön nicht mehr, weil wenn dann der zu niedrig ist, dann wird er irgendwo Lustobjekt für Kinder und so weiter und so fort. Ja, und am Ende ist es so als Rohfundament gewachsen und dann musste halt der Steinmetz eingreifen und musste dem Fundament eine passende und möglichst schöne Oberfläche geben, die dann am Ende nicht so aussieht, wie vorher der Feldgrau ausgesehen hat. Da bohren die erst die drei Löcher in den Beton und dann gehen wir die Dinge so, nee, erst müssen wir unsere... Ja. Drei Löcher in den Hölzer. Nee, warte mal, das geht doch gar nicht. Du kannst doch jetzt nicht einfach die Löcher betonen, das passt doch nie. Wieso? Na, erst müssen die Löcher eine Platte. Wenn die Platte drauf ist, kannst du durch die Löcher in Beton bohren, oder? Wie genau willst du das machen? Du hast doch die Matrize. Das geht auch. Du hast doch die das Matrize. Das ging auch. Nee, das geht jetzt nicht. Ja, du hast zuerst das Theaterspiel machen. Jawohl, damit du mir die Platte zeigst. Das machen wir nochmal extra, da räumen wir die frei. Ja, wenn wir sie schneiden, dann machen wir das nochmal extra. Welche ist das? Zeig's mir mal. Ja. Ja, sagt man so schön, der Weg ist steinig, um an die Spitze zu kommen. Das
ist halt so gewesen und ich glaube nicht, dass irgendeiner in Summe sagen kann, wie viel Zeit manuell am Objekt in Summe aufgewendet worden ist und wie viel Zeit gedanklich zur Erstellung des Ganzen aufgewendet worden ist, weil das kann man nicht fassen und es hat auch nie einer aufgeschrieben, weil die Sache war das Wichtige, nicht die Zeit. Sind genug Streitereien drauf? Das sind hier keine Streitereien. Sind das jetzt hier die richtigen Löcher, die ich anmale? Ja. Wo kein Kreis drumherum ist. Also, ich habe heute mal recherchiert mit dem Feldkraut, weil ja da viele Sachen verlabert wird. Was war denn mit? Hä? Was mit? Was mit? Den Soldaten. Mit dem Soldaten. Ach, der da vorne vom Radar stand. Ja, ich habe jetzt mit dem Heinz Kinder gesprochen und der hat ja auch eindeutig gesagt, sein Großvater war ja hier bei der Stadt. Da war ja Kraszewski irgendwie, oder, nee, Krummheim hieß der ja auch. So, und der war mit dabei, wo sie den abgebaut haben. Und der ist kaputt gemacht worden. Der ist gebrochen. Und das ganze Ding, der Feldgraue, war gegossen und die Rückwand war eben. Und so haben die den an das Rathaus dran gesetzt und haben praktisch ein bisschen ausgepickert und haben den dann verschmiert. Und beim Abbauen, wie gesagt, sind sie runtergegangen, haben freigemäßelt und da ist der kaputt gemacht. So, das ist auch. Und was steht drauf? Multifunktionsmörtel. Von den Schrauben gar nicht, dass die. Ja, ganz genau. So, und ich schraube jetzt die Schrauben aus dem Bolzen raus. Ja. Quetsch da Kleber rein, schraub den Bolzen wieder rein, steck das Geweih drauf, schraub's fest und dreh den. Den kann ich doch noch drehen. Der ist doch noch nicht hart, der Kleber. Ja, so müsste sagen. Nee, ja, nee, das ist das Einfachste eigentlich. Ich mach das. Ich mach das nicht schief. Nicht so schnell. Warte, muss ich da hinnehmen oder nee, nee, ist okay. Muss ich da noch ein Stück hier vor? So ist gut, das reicht. Wenn nicht, muss ich dir einen Holzklotz in den Hammer geben. Du musst die Schraube ganz rausmachen. Ja, ich will nur ein bisschen drehen, dass es überall hinkommt hier. Ach so. So, und jetzt dieses kleine Ding zu treffen hier, ne? Wenn nicht, dann müssen wir die Schraube rausmachen, dann müssen wir klopfen. Dranbleiben, wir lassen hinten offen. Ja, ja. Ne? Wir lassen hinten offen und da hinten ist sie weiter. Es kann ja sein, dass durch dieses Ding das so hoch, wir müssen so hochfangen, dass das Geweih hinten über die Planke passt. Ja, so müssen wir es dann machen. Wir machen das Geweih hier komplett fertig dran. Da steht ja dann sowieso so. Ne, ja, hinten müssen wir auch was drunter legen. Du machst doch das Kreuz wieder dran. Ja, klar. Ne? Ich will nur eine Bohrschablone machen. Ja. Der will nicht ein paar mehr hoch und runter heben. Ja, ja, ist klar. Ne? Ja. Weil auch nicht mit Wasser angeschraubt. Ich habe einen Seitenschneider, ich knipse hier. Ja, da oben ist kein Problem, aber hier am Carport ist es angeschraubt. Da ruf doch einfach mal hin. Da rufst du halt die Plane kaputt, die ist doch eben. Ja, die haben wohl anders. Nee, keine Lieblos dabei. Das doch. Nein, das muss man jetzt hier um die Haut machen. Ja, jetzt kannst du auch dann sehen, wo das Wasser lang soll. Da muss man eh noch ein paar Sachen raus. Hier. Pass mal hier an. Der Mörtel gilt für den Bolzen. Mhm. So.
wenn du ein Bolzen hast, wo du nur eine Lenk dran hast, hast du natürlich ein Problem. Weil du dann irgendwo da drauf zukommen musst und dann kriegst du da die Spannung rein. Normal sollten zwei Gelenke da sein, dass du das alles ausgleichen kannst. Ja, nur ein Gelenk drin, ne? Ja, das kann sich drehen, hat aber auch in dieser Richtung Spiel. Also, was soll passieren? Da gab es auch mehrere Varianten und Festschrauben und so weiter und so fort. Da habe ich mich dann, glaube ich, am Ende durchgesetzt mit der, sage ich mal, Beweglichkeit, so wie wir es da ausgeführt haben letztendlich, dass wir auch die Möglichkeit haben, wenn irgendwann mal eine größere Rekonstruktion notwendig wäre, dass wir auch die Möglichkeit haben, das ohne größeren Aufwand dann wieder abzubauen und danach wieder ordentlich anzubauen. Also das war so aus meiner Richtung so ein bisschen eine Bedingung, dass man die Variabilität da nicht ganz aufgibt, dass man auch dann Zugriff hat auf die Sache. Hocki, wir wollen nur uns hin. Hey, hinten kannst du aufziehen, dann läufst du deine Schnitt runter. Hardy, wie kommt der drauf? Rückwärts. Ja, wie also? Ja, jetzt mit dem Wein hier hinten raus. So, und du kommst du mit deinen kleinen Armen? Das ist jetzt das Klötz hier auf dem Weg. Achtung, das ist die Rüst! Na gut, jetzt geht's! Jetzt geht's! Warte, wir hängen. Jetzt aber bei mir liegt der Schuh. Ja, hier. Gut, der steht schon drauf. Gut, jetzt. Jetzt Decke unten unter den Socke. Fein ein bisschen vor, oder? Ja, Papa, unter den Socke. Hier legen wir ihn hin. Hier legen wir den Socke drauf. Ja, dass sie nicht so lange halten. Ja, los, Feuerwerk jetzt. Lass ihn mal da vorne noch. Los. Schick das Kräuter. Wo ist denn das Ding hier? Aber das Gut. Komm mal. Also geht gut auf die Palette, ne? Ihr wisst schon, dass wir das morgen alles wieder auseinanderbasteln müssen, ne? Oh, jetzt ist aber alle geworden. Da geht alle. Vielen Dank auch. Das war ein Stein. Hinten geht's ja auch nicht, geht die nur vorne. Das sieht schon erschreckend genug aus. Ach, ohne das Fett. Das Kiff. Was sagt der Jeske, das dumme Schwein? Jetzt hat er sein Gehirn freigelegt. Für uns wichtig war aber auch, dass wir ihn an diese Stelle da wieder
hingebracht haben, weil er dort vom Wetter her, also vom Alltagswetter aus westlicher Richtung, am meisten geschützt ist. Es war ein großer Kraftaufwand, so wie wir uns das vorgestellt haben. Ich würde sagen, es ist sogar noch etwas besser geworden. Man ist inzwischen ein bisschen älter geworden. Ob man das auch noch mal so hinkriegt, in der heutigen Zeit, für das heutige Geld, oder für das damalige Geld, besser gesagt. Jeder weiß, was heutzutage Holz kostet und was Eiche kostet. Ist auch, sage ich mal, nicht unbekannt. Da hat man dann schon irgendwo Größenordnung gekriegt. Ja, ich bin stolz. Und ich glaube, jeder der Interessengemeinschaft ist stolz. Und jeder der Bärchenröder ist stolz, dass wir das geschafft haben und diesen Schneckenhengst hier vom Rathaus stehen haben. Auf unsere Stadt, auf die Idee und auf die super Idee und danke für die Unterstützung. Auf euch, zum Wohl. Groß müsste ja Schneckenhengst haben, ne? Erst einmal wollten wir seinerzeit zum Tag der Öffnung das am Tag des Denkmals machen. Wir haben es Gott sei Dank nicht getan, wir haben es einen Tag vorher getan. Am nächsten Tag war das fürchterlichste Unwetter, was die Stadt seit langer Zeit gesehen hatten. Wir hatten noch Probleme gehabt. Wir hatten einen wunderschönen Tag am Samstag, den 10. September. Und ich war überwältigt von der Resonanz. Viele Leute, die sich verkleidet haben. Wir hatten die ganze Hauptstraße gesperrt unten, von der Schäferkreuzung bis hoch zum Rathaus. Die Bühne stand hier zwischen Rathaus und Bleichtal aufgestellt. Wunderschönes Programm den ganzen Tag. Die Resonanz war einfach überwältigend. Ja. Des Ganzen war natürlich die Einweihung und da ist, sage ich mal, glaube ich, für alle Bürger der Stadt so ein bisschen was rübergekommen, dass sie mit dieser Sache ein schönes Stadtfest gefeiert haben, was hervorragend organisiert war von Peter Weinert. Und diese vielen Massen, über 2000 Leute waren an dem Tag da. Der Heimat- und der Fremdenverkehrsverband, der war ja total überfordert. Die hatten ja noch nicht mal die Eintrittskarten.
Aber wir haben uns gefreut, dass so viele gekommen sind und der Einweihung irgendwie an der Einweihung teilgenommen haben. Wir schaffen es heute, alle gemeinsam unser Stadtwappen zu enthüllen. Unseren fränkischen Ritter, unseren Schneckenhengst. Davon werde ich sicherlich meinen Urenkeln noch einmal erzählen, wenn ich alt und grau bin. Und nun lasst uns den Schleier lüften, der die Vergangenheit verhüllt und aus der grauen Vorzeit steige vor euch herauf jetzt Bild um Bild. Jahre steht er ja jetzt nun schon und es ist nicht eine einzige Beschädigung, eine farbliche Beschädigung oder irgendwas an dem Ding gemacht. Das war eine Geschichte, die eigentlich typisch ist für Bleicherode. Wenn die Bleicheröder gefordert werden, dann stehen die, sag ich mal, wie eine Mauer hinter ihren Leuten. Aber nochmal, ganz offen ehrlich, so ein Projekt durchzuziehen, würde ich nicht wieder mitmachen. Es war überwältigend, aber ich habe auch noch bei wen anders Tränen gesehen, nämlich bei Detlef Becker. Das hätte ich nicht gedacht, aber bei ihm sind auch die Tränen gelaufen. Es hat dann den Zweck erfüllt, wenn es uns überlebt. Und 5 Jahre, alle haben es als Denkmal anerkannt. Das ist doch für mich eine Anerkennung vom Östnerland. Every night I wake up among the trees, the forest. Und wer mal richtig den Schneckenhengst betrachtet und die Rüstung anguckt und auf diese Goldborde, die um den Schneckenhengst drumherum ist, der sieht dort was einmalig ist. Das war Kaiser eine Idee. Dort sind die Namenszüge, die Anfangsbuchstaben der 8 Mann eingraviert. I know they search for me, feed the dogs with my fear. Das ist ja was eingraviert. Erstens mal ganz einfach, um die ganze Geschichte ein bisschen aufzulockern. And a boy with skinny legs and we hide in a tent in the heart of the camp. Ich wollte da jetzt nicht einfach irgendwelche Verzierungen nehmen. Ich fand, das war eine nette Idee. Every minute they can find us and the heart.
will come upon us, but I break through and scream. What the hell am I doing? Oh. Hartmann KH. Zum Schild drüber steht noch ein BH, Bernd Hartmann. Und dann geht's auf der Schwertseite weiter, Frank Rostig FR, dann DB, Detlef Becker. And there's a mount, and we're on the top, and the air is sweet, and I can see the lands. Dann kam EW, Edgar Wagner. K.P., ich heiße eigentlich Karl-Heinz Pantot, aber nennen tun sie mich alle Kalle Pantot, deswegen nur K.P. Dann steht A.S., Alf Schneider, und zum Schluss M.L., Michael Lips. So rich and pure, seems like something happened to my eyes and now they can see. Why do pathetic delusion. The next moment I hear a shot touch my chest. My legs get weak and I'm falling, 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 falling. Oh, kommt sie noch ein bisschen. Jetzt könnte ich schon Bier trinken, aber nicht. Reicht das nicht, Nuno? Weiß ich nicht. Na ja, da. Dann fällt dir noch eine Frage ein. Kein Bock hast, dann geh doch. Schrecken hättest du mal eingestiegen. Ich muss noch mal. Ja, ja, mach ruhig. Moment. Ja.